Da bin ich wieder, mit einem Speer in der Hand. Es wird auch schon wieder dunkel, wie immer starte ich die Nachtarbeit hier. Nein, da wird es ja gleich wieder kalt werden. Ich würde gerne hier mir den Schuppen eigentlich, die Scheune hier hinbauen. Allerdings finde ich, dass das hier so richtig blöd hinpasst. Und jetzt habe ich überlegt, wenn ich darüber gehe, mir die Scheune hier hinstelle, einfach mitten da rein. Und den Leuten dann hier irgendwie einen Weg baue. Wenn ich die jetzt mal da hinstelle und ich nehme mal den Hammer in die Hand. Was brauche ich denn hier? 12 Steine. Ja, das dürfte kein Problem sein, glaube ich. Dann will ich hier schnell mal hier klammern. Hier war ja kein Wolf, ne? Aber das wäre blöd, wenn hier der Wolf wäre. Ich würde schnell mal was ausprobieren, bloß. Was habe ich gesagt? Mit dem Wolf. Das kann ich da nicht hinbauen. Geh weg hier, du Spacko. Verdammt, hier kann ich keine Scheune hinbauen. Ich habe schon gesagt, dass mich der Wolf aufricht. Okay, reiße ich da weg. Und würde dann... Ah, Mann, Mann, Mann. Ich will eigentlich da in meiner Wohngegend keine Scheune haben. Da unten, da ist er wegen Arbeitsbetrieb und... Jetzt habe ich die Felder aber hier, ne? Wenn ich jetzt die Scheune... dahin baue... Müssen sie halt ein paar Meter laufen, oder? Die müssen ein paar Meter laufen. Ich will immer bloß, dass der Aufgang zur Scheune, also dieser Weg, nicht gar so krass ist. Wegen den Treppenstufen, ne? Hier seht ihr das, das ist mir persönlich zu hoch. Deswegen würde ich schauen, dass man die irgendwie ein bisschen flacher platzieren kann. Außerdem stört mich gerade, dass ich die Treppe nur hier habe. Wisst ihr was? Ich setze sie mal dahin. So. Schaut's von unten aus. Da können mir die Wölfe mal. Können sie mich mal kreuzweise. Ich baue die jetzt auch direkt dahin. Und dann schauen wir mal. Die Produktion habe ich jetzt ein bisschen erhöht an Stöcken, da ich ja Stöcke brauche und ich müsste da auch noch irgendwo einen Platz mal für die Leute schaffen. Irgendwie muss ich das noch auf die Reihe kriegen. Ich habe das noch nicht geschafft, ehrlich gesagt. Und muss aber was futtern. Ich bin so verfressen. Und ich habe Fertigkeiten bekommen, seht ihr da oben. Verdorben ist mit mir herum, das ist ja ganz toll. Ich nehme jetzt mal hier 34 Kilo an Holzstämme mit. Eine Fackel in die Hand, weil der ist ja so verfroren, der Kerl hier. Und ich baue jetzt einfach da vorne trotzdem die Scheune hin. So dreckig wie ich bin. Mitten in der Nacht wieder mal. Aber das ist eigentlich sehr zeitintensiv, das ist echt die Hölle hier. Ich habe jetzt schon gleich den Frühling wieder rum und dann kommt der Sommer. Und für die ganze, für die Felder brauche ich natürlich jede Menge Stöcke hier. Seht ihr ja. Jetzt überlege ich, brauche ich die Scheune eigentlich direkt oder baue ich da nur das Grundfundament? Ich würde sagen, ich baue mir nur das Grundfundament, weil ich... ich muss ja dann irgendwie mal irgendwas produzieren. Ach komm, jetzt habe ich das schon in der Hand. Jetzt mache ich das auch auf. Fertig, das Grundgedön. Seh hier. So, was brauche ich denn noch? Oh ja, da brauche ich noch Stämme ohne Ende, du. Hey. Lass mich mal rechnen. Okay, die Stöcke habe ich anstehen. Ich will mir jetzt nur mal schnell noch die Holzstämme ausrechnen, weil ich glaube, da habe ich gar nicht so viel. Und das kostet natürlich auch alles Geld. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 10,
11, 12, 13, ui, 14, 15, 16, 17, 18 Stämme brauche ich da noch. Jetzt überlege ich, ob ich überhaupt die baue ich mal angefangen habe ich jetzt hier. Was machen wir denn mit der Fertigung? Machen wir das hier, komm. Achso, hier waren wir. Was kann ich hier machen? Unempfänglich, das wäre eigentlich am besten, ne? Die Temperatur. Wasserläufer ist wurscht, das ist wurscht, Überlebenskünstler. Das ist eigentlich auch wurscht. 10% mehr Gesundheit, das wäre eigentlich mega. Aber ich glaube, ich muss hier schauen, dass ich weniger friere. Und das Ganze mache ich direkt. 6% Toleranz. Technologie habe ich auch irgendwo freigeschalten. Weiß nicht wo. Ein Hühnerstall wahrscheinlich. Mein Ziel ist es natürlich erstmal hier diesen Grabungsschuppen, den bräuchte ich. Und dazu muss ich bauen. Das steht ja da, entwickle, indem ich Rohstoffe gewinne und Gebäude baue. Entweder Rohstoffe gewinne oder baue. Ach so, das heißt, wenn ich also jetzt Bäume fälle, dann steigt das auch der Level. Das probiere ich direkt mal in der Nacht. 297,33. 297,33. Ich hau mir jetzt hier mal so eine Birke noch weg. 297,33. Weil die geben auch Stöcke, deswegen schmeiße ich mir jetzt die Birke hier rum. Nehmen. Nehmen. Und nachschauen. Wieder falsche Taste gedrückt. Also zwei Punkte. Das heißt, eine Birke gibt zwei Punkte. Boah, das ist irre. Da muss ich ja Hölzer fällen ohne Ende. Ehrlich gesagt, ich mache mal Pause, weil ich was überlegen muss. Okay, ich habe kurz überlegt, ich muss die Scheune fertig bauen, um da aber noch gleichzeitig zu leveln, würde ich jetzt sagen, ich lege Material ab bei mir und würde dann dementsprechend erstmal Holz fällen gehen. Ich habe zwar nicht so viel, keine große Kupferaxt, ist nicht mehr sehr groß, aber ich mache das jetzt trotzdem hier. Ich würde hier mir jetzt erstmal alles ablegen, was ich an sinnlosem Gewicht mit mir rumschleppe, weil so ein blöder Baumstamm hat 2 Kilo und 48 Roggen, komm, das schmeiße ich alles da rein. Oh, kann ich gar nicht mehr. Dann nehme ich das Fleisch wieder raus und schmeiße es unten rein. Ich laufe mal schnell im Dunkeln, ja. Weil ich ein bisschen Fackel sparen will. Hello, Fackelman. Ich bin's, keine Panik. Der ist schon hart, ne? Der muss jetzt hier die ganze Nacht arbeiten. Also die ganze Nacht macht er Nachtwache und dann geht er noch arbeiten, auch noch. Ja, der hat schon ein hartes Leben. Naja, was heißt? Da sehe ich nichts, aber eine Fackel. Ich hau mir jetzt erstmal das alte Fleisch hier rein. Das hat 50%, das schmeiße ich auch da rein. Das darf von mir aus ruhig verderben. Und würde mir hier mal ein bisschen schöneres Fleisch rausschmeißen. Also, jetzt hat er mich wieder zurückgebeamt. Ich drehe am Rad, Junge. Ich habe dir das nicht erlaubt. Du bist zu Hause angekommen. Ja. Ich wollte aber nicht zu Hause ankommen. Darf ich nämlich da wieder runterlaufen, du Held? Außerdem geht es nicht im Mittelalter. Das ist ja Hexentechnik, die du anwendest. Ich glaube, der Baum wächst nicht mehr, weil ich da in der Nähe was hingebaut habe. Schade. Na gut. Trotzdem, ich werde jetzt da hier nochmal ein bisschen was ausräumen. Mein Inventar leer machen. Alles, was ich nicht brauche, um einfach... Ich brauche keine 5 Bronzespeere, oder? Ich mache mal das weg. Die Holzhacke brauche ich auch nicht. Der Bogen ist auch im Eimer. Das Hammer brauche ich nicht. Pelz brauche ich nicht.
Tierfutter brauche ich nicht. So, jetzt muss ich mich entscheiden, was ich mitnehme. Muss kurz mal Pause drücken. So, das Verdorbene schmeiße ich mir raus. Die Holzbolzen. Also ich muss jetzt mal schauen. Ich werde jetzt mal wahrscheinlich auch irgendwelche Schuhe rausschmeißen. Erstmal. Ich hoffe, die Herrschaften lassen mir meine Schuhe drin. Nee, den traue ich nicht. Die unreife Beere schmeiße ich raus. Jetzt kommt ja sowieso gleich der Sommer. So, jetzt habe ich 28 Kilo. Ich habe immer noch zu viel. Weg damit. Weg damit. So, und jetzt muss ich mich entscheiden. Möchte ich jetzt Pfeile bei mir haben oder die Armbrust? Ich würde sagen, ich verzichte auf die Armbrust und auf die Holzbolzen. Rüste mich jetzt dementsprechend mit dem Bogen aus. Der hat 36%. Und entsprechend die Pfeile. Steinpfeile nehme ich da. So. Dann kann ich hier noch die Holzstämme rausschmeißen. Die Stöcke noch rausschmeißen. Und dann gehe ich einfach mal Holz fällen. Ne, wisst ihr was? Ich schmeiß jetzt mal die einfachen Schuhe raus und zieh die einfach an. So. Schaut das affig aus, oder? Gut. Dann habe ich 1, 2, 3, 4 Bronzesperre, Steinpfeile, Eisenmesser brauche ich, falls ich was kaputt mache. Das Säckchen kann noch raus in die Kupferbolzen. So. Dann das Säckchen weg und halt die Kupferbolzen. So. Jetzt bin ich so leicht. Ich kann jetzt also jede Menge Holzstämme fällen. Und das würde ich auch direkt machen. Ich schaue mal, wo ich noch nicht gewesen bin. Vielleicht kann ich ja da noch das eine oder andere Schnäppchen machen mit ja, mit irgendwas. Ich würde jetzt mich tatsächlich mal in die Richtung begeben, einfach mal. So, ich gehe mal dahin und würde sagen, ja, ich laufe mal los. Und was habe ich jetzt? Die Axt. Achso, ja. Geh mal Holz fällen, um ein bisschen zu leveln. In der Zeit, ich glaube, ihr kennt ja den Weg. Ich muss bloß mal schauen, dass ich hier keinen Fehler mache. Da sind Wölfe, da ist ein Wiesent. Ich würde jetzt den Weg erstmal hier entlang laufen. Die Kreuzung ganz normal und dann auf dem Hauptweg bleiben, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust jetzt dagegen so Viecher hier zu kämpfen. Vor allem habe ich so einen Hasen einfach erschlagen mit der Faust. Das arme Vieh. Ich könnte doch hier schon Bäume fällen. Ich laufe jetzt trotzdem querfeld ein. Merkt ihr das, wie blöd ich bin? Ich hämmer hier die einfach alle weg. Plus die Axt hält halt nicht mehr sehr lange. Ne? Vielleicht müsste ich ja mal schauen, ob ich mir eine neue Axt klauen kann. Oder eine neue Axt leihen kann. Ja, ich mache jetzt hier mal Kahlschlag in der Hoffnung, die wachsen irgendwann mal wieder nach. Und hoffe mal, dass mich kein Baum erschlägt. Weil da habe ich so fürchterliche Träume hier mit den Bäumen. Und außerdem will ich mal schauen, wenn ich jetzt nur die Bäume hier klatsche, ob ich hier mit leveln kann. Ich drücke immer die falsche Tastatur. Gewinnung, wo war denn das jetzt hier? War schon da, ne? Grabungsschuppen. Ja, ein bisschen was macht's aus. 305. Naja, gut. Einmal, zweimal. Einmal, zweimal. Ups. So, einmal, zweimal. Einmal, zweimal. Zweimal. So, jetzt liegt da schon mal genug Holz rum. Dann würde ich die auch noch kaputt machen. Aber das, ich glaube, nur mit Holz schlagen, das ist sehr, sehr träge oder sehr langsam.
Wie fällt der mir jetzt auf den Schädel? So, das ist ein Holzstamm. Das war ein Holzstamm und die Fichte noch glatt machen. So. Da habe ich jetzt schon mal jede Menge Holz, das ich holen kann. Welche Taste war denn das jetzt eigentlich? War das J? Ne, das war. Ich habe keine Ahnung. Lass mich mal ein paar Tasten ausprobieren. K. Auch nicht. Ist egal. Da wollte ich in Grabungsschuppen. 315. Naja, das ist ja nicht schlecht. Das Holz wird hier bleiben. Deswegen begebe ich mich trotzdem jetzt mal in die Richtung. Natürlich immer mit dem Speer in der Hand. Au weh, au weh. Zwei Wölfe, zwei Wölfe. Au weh. Bleib mal hier, mein Freund. Alter Schwede. Junge, Junge, Junge. Na, ich könnte euch doch eigentlich auch liegen lassen. Da schleppe ich doch bloß wieder Sachen mit mir rum. Mann. Aber ich bin einfach zu schlecht im Bogen. Ich muss hier das üben irgendwie. Ach Gott, schade mir hin. Holzstämme. Da schaut's aus. So, wo sind jetzt meine anderen Pfeile? Wo ist jetzt der dritte Wolf? Hä? Und vor allem, ey, sind die Bären schon fertig? Da muss ich Bären sammeln, Leute. Boah, die sind schon fertig. Das brauche ich nämlich, um Dünger herzustellen. Ich mag die zwar nicht essen jetzt, die Bären hier. Aber... Die haben ja natürlich auch ein ganz schönes Gewicht hier, die Bären. Aber wenn ich schon mal da bin, dann würde ich das direkt ausnutzen. Notfalls laufe ich nochmal nach Hause. Und Breitwegricht, alles da hier in der Gegend. Super. Bären, 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 Bären. Bären. Zweimal den Strauch bitte. Hier auch zweimal. Und dann machen wir das ja auch gar leer. Das ist eine schöne Ecke hier, die gefällt mir. Habe ich was vergessen? Nein, aber wo ist jetzt der dritte Wolf? Ich habe doch drei Wölfe hier erledigt. Da oben ist ein Pfeil. Ich glaube, der war oben, gell? Den habe ich nach oben gejagt und dann ist er hier. Ach, da ist er ja hier. Da wird es gar nicht gehen. Hat auch schon wie ein Stein. Überall Wölfe, Leute. Überall Wölfe. Und da vorne ist ein Wiesent. Das ist ja ganz toll. Aber ich glaube, die lasse ich jetzt einfach mal links liegen, weil ich bin jetzt nicht so erpicht darauf, jetzt da hier auch noch die Wiesent hier fertig zu machen. Ich wollte mal an den See hier gehen. Ach na, da bin ich ja schon, da bin ich doch schon in dieser Ortschaft. Wisst ihr was, wenn ich da schon mal bin, dann würde ich doch für die blöde Quest hier, in Anführungszeichen blöde Quest, zwei Barsch kaufen. Wie viel Geld habe ich denn? 578 nur? Das ist aber wenig. Da will ich doch eigentlich, ich will eigentlich gar nicht dahin jetzt. Das ist eine Höhle, Leute. Die lockt mich ganz, ganz tierisch an gerade. Oh. Mist. Dann
habe ein Schlagwerkzeug in der Hand. Wo werde ich denn hier rauskommen da? Voll gruselig. Das war toll gemacht. Das ist echt toll gemacht. Da liegt wohl nicht zufällig irgendwo jemand rum, den ich ausrauben kann. Bitte entscheiden Sie sich. Ich gehe mal nach rechts. Oh, das gefällt mir richtig toll hier. Das ist echt klasse. Wow. Also gut, laufe ich jetzt mal hin nach Ostoja und vielleicht kann ich ja da irgendwo noch eine Axt oder sowas finden. Oder nee, ich mache das nicht, Leute. Nein, ich mache das nicht. Also ich sage euch warum. Weil ich möchte eigentlich leveln. Und ich habe hier noch nichts entdeckt in der Gegend. Da ist jetzt ein Fuchs, ein Hirsch. Und ich laufe jetzt einfach mal in diese Richtung. Natürlich immer mit einem Speer in der Hand. Und ja, wollt ihr dabei sein? Ihr könnt jetzt nichts sagen, ne? Schwierig für euch. Ich mache mal Pause und wenn mir was Besonderes auffällt, dann nehme ich euch wieder mit. Okay. Ich schalte mich mal direkt dazu. Ich habe da oben eine Hütte entdeckt. Die lockt mich natürlich komplett, ne, für Loot-Zwecke, zu Loot-Zwecken an. Und Wildschwein ist zwar hier, gut. Sehe ich jetzt keines. Das ist eigentlich auch da hinten, ist es ja recht weit weg. Was mich aber interessiert wirklich war, ist oben diese Hütte. Da habe ich Luchse. Oh, das gefällt mir weniger. Das gefällt mir weniger, aber da oben. Ich habe so ganz blöde Befürchtung. Mist, jetzt ist da tatsächlich ein Wolf. Da muss ich mal außen rumlaufen, weil das gefällt mir nicht, dass da ein Wolf ist. Da hinten sind Hirsche. Ich befürchte da oben, dass diese Höhle bewohnt ist. Von nicht so netten Menschen. Jetzt habe ich gedacht, das greift mich an. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, schleiche ich mich mal an da. Hey, schaut euch das mal an hier. Nehmen wir mal einen Screenshot machen. So, ich muss die Musik ein bisschen lauter machen. Was sind das für komische Häuser? Wieso ist denn dieser... Wie komme ich denn da hoch, Leute? Ich nehme mal außen rum. Und hier werde ich dann auch wahrscheinlich ein bisschen Holz abbauen. Das ist echt eine schöne Gegend hier. Nehmen wir einen Screenshot machen. Achso, ich habe gedacht, das ist der Eingang dabei. Ist das bloß ein Dach hier? Da wohnt zurzeit niemand. Dann ist es schon mal gut für mich. Das nehme ich jetzt mal alles mit heute. Sie haben gefunden, sie dürfen behalten. Ich stelle schnell mal hier um. Das ist wohl eine Art... Ja, wie komme ich jetzt da rein? Ihr seid ja lustig. Wir bauen so einen Mist. Ich muss da irgendwie hochkommen. Da ist nämlich eine Kiste. Okay, dann laufe ich nochmal außen rum. Und würde mich dann hier einfach mal fallen lassen ins Feuer. Da habe ich einen Langbogen. Habe ich den, rüste ich mir direkt aus. Ein Langbogen ist ein bisschen besser wie der normale Bogen. Oh, das plündere ich direkt.
Geld brauche ich sowieso immer. Stroh auch. Kiste. Gewichtstrank. Was macht denn der? Wird am gerade Recher gesorgt dafür, dass dir eine Welle mehr getragen werden kann. Oh, plus 20 Kilo. Oh, das ist super. Zwei Stück Kupferpfeile. Kupferpfeil, Kupferpfeil, Kupferpfeil. Auch die rüste ich mir direkt aus. Trank, Trank, Steinmesser. Ja gut, ich schlepp's halt mal mit. Der hat kein Geld gehabt hier da. Das war wohl so ein Armer. Da liegt man nicht irgendwo Münze rum oder so. Na gut. Aber muss ich sagen, war schon mal jetzt recht erfolgreich. Und da vorne waren die Wölfe, deswegen laufe ich nochmal außen rum. Das ist echt eine tolle Gegend hier. Das gefällt mir richtig gut. Wahnsinn. Screenshot. Zack. So, jetzt kann ich weitermachen. Ja, ich bin schon ein bisschen. Das schaut schon echt toll aus. Hier oben. Die Gegend. Ja gut, wann kommt man mal da weg? Ne? Man ist ja eigentlich unten in der Ortschaft. Falke, Luchs. Ja, so einen Falken würde ich auch gerne mal erlegen. Mal schauen, was der gibt an Fleisch und an Federn. Ich muss mal schauen, wo ich eigentlich hinlaufe hier. Eigentlich, da wollte ich eigentlich noch gar nicht hin. Aber wenn ich schon mal in die Richtung laufe, dann mache ich das. Und ehrlich gesagt, ich habe eine ganz blöde Idee gerade. Wenn ich jetzt Holz fällen sollte, ohne Ende, und das dann einsammle und bis Mitternacht warte, dann könnte ich ja, lande ich wahrscheinlich mit dem Gewicht zu Hause, oder? Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ja, hier oben hätte ich es mir auch vorstellen können. Da habe ich auch sehr guten Mischwald. Na gut, ich laufe mal ein bisschen durch die Gegend wieder und schalte mich dann dazu, wenn ich was ja, Tolles entdeckt habe. Da bin ich auch schon wieder. Ich habe hier noch eine Höhle entdeckt, hier in so einem kleinen Tal. Und ich bin ja neugierig. Aber das Augenlicht passt sich natürlich wieder an. Das ist eine kleine Erzhöhle. Okay. Ich hoffe ja immer, wenn ich in so eine Höhle reingehe, dass ich hier irgendwo eine Kiste oder sowas finde. Die ich einfach mal plündern kann. Aber hier ist rein gar nichts. Und da geht es auch nicht weiter. Okay, das wäre jetzt nur was zum Abbauen. Na gut, ich gehe mal wieder nach außen und schalte mich dann dazu. Aber diese Ansicht, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich schalte mich direkt nochmal drauf, weil, schau doch mal hin. Das ist ein offizieller Weg und geht hier so durch eine Schlucht durch. Das ist echt atemberaubend, ne? Da unten kommt dann ein kleiner See. Da wo ich jetzt nicht hin will. Ach, ich habe jetzt gedacht, ich kann euch das zeigen, aber da unten hausen leider ein paar Bären. Bis gleich. Boah, ich kriege hier gar nicht genug, Leute. Schaut mal, da drüben ist eine mega Hängebrücke. Da unten, ich will jetzt bloß muss aufpassen, da sind die Bären. Ne, da ist eine Höhle. Ich möchte nicht wissen, was es hier alles zu entdecken gibt. Aber ich bin jetzt gerade mal so geflasht, dass ich hier mit euch auf diese Hängebrücke gehen werde. Ich laufe zwar ein bisschen schneller, in der Hoffnung, hier kommen keine gefährlichen Tiere. Wie haben denn die Brücke gebaut hier? Wahnsinn. Das muss ja dann auch ein offizieller Weg sein hier. Wo führt denn der hin? Okay. Aber wisst ihr was? Ich bin jetzt da gerade echt so tierisch gespannt. Was passiert, wenn man über die Brücke geht? Wie das ausschaut? Über die Schlucht? Das ist schon echt krass, du. Mann, 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 ey. Ich hoffe, die hält mich aus, ne?
Recht zuversichtlich schaut es mir nicht aus. Oh, muss ich mal aufpassen, dass ich nicht runterfall. Boah, das ist schon echt krass hier. Wo laufe ich denn schon wieder hin? Oh Mann. Die Spannung steigt, also ja, bis später. So, einmal schalte ich mich nochmal drauf. Denn ich laufe gerade hier durch, da auf den Weg und man läuft hier durch eine Unterführung durch. Durch eine Art Mine oder was das ist, Leute. Ist das nicht krass? Das ist doch mega krass hier. Also an den Ersteller, das ist schon richtig toll, was ihr da gebaut habt. Boah, schaut mal hin. Boah, Alter, ich bin mal kurz abgelenkt. Da steht sogar ein Fass rum. Jawohl, ja, jawohl. Her damit. Und da steht eine Kiste. Und lass mich reinschauen. Falsche Taste. Ja, komm, nehme ich auch alles mit. Heiltränke können wir immer gebrauchen, vor allem mit diesen blöden Wölfen. Mein Speer hätte ich gern wieder in der Hand. Oh, ich möchte jetzt eigentlich möchte ich jetzt die Höhle erforschen. Schau dir mal die Statik, wie das hier gebaut wurde. Auch richtig abgestürzt und verbunden. Das ist schon Wahnsinn. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. So, aber ich glaube, die Sonne geht jetzt unter. Ich muss jetzt langsam anfangen, Holz zu schlagen. Aber ich sehe da vorne Häuser. Und vielleicht baue ich mir ein Lagerfeuer. Ich esse erstmal was. Und ich glaube, ich bin sogar erst einmal nervös, dass ich hier. Ich brauche was zu trinken, Leute. Ich habe gar kein Wasser in der Nähe, ne? Doch, da vorne ist Wasser, aber ich habe die Befürchtung. Ja, ja, ich weiß, ich habe die Befürchtung, dass ich hier in der Ortschaft da oben nicht alleine bin. Deswegen würde ich jetzt mal schauen, ob da unten, ob ich da ins Wasser komme irgendwie, ohne abzustürzen. Ist ein bisschen steil. Aber es geht. Ich werde jetzt hier Wasser trinken und wir sehen uns dann in der nächsten Folge da oben wieder. Bis gleich.